Könnte das heute die letzte Nebenquest sein? Ich bin mal gespannt. Willkommen wieder zurück. Diesmal ist Edelgard direkt involviert und wir erhalten eine Eilmeldung von Fürst Gonariel. Aha. Das ist doch mal eine spannende Entwicklung. Es geht also zu Fotlands Kehle, was? Das müsste wahrscheinlich dann identisch sein mit Cyrils Mission, vermute ich mal damals, ne? Der Standort ist jedenfalls identisch, dann wollen wir doch mal reinstarten, Leute. Nachdem ich jetzt schon 2 Punkte aufgebraucht habe, wieder offscreen einfach ein bisschen gekämpft, ne? Und gut ist. Aber es wird wieder interessant. Meisterin der Täuschung, das ist noch das aktuelle Kapitel. There. We must rethink the supply route now that the battle lines have moved. Bald sind wir auch bei der richtigen Mission. And Count Burgleys will oversee this force here. Ah, Professor, is something wrong? Sorry, I thought I had a bit more time before the council meeting. Entschuldige die Störung. No bother at all, but I'm afraid I'm not quite finished here. Still, I'm happy to see you. Your presence lightens my mood a great deal. Now, let's see. Pardon, Your Majesty. An urgent matter. Oh, jetzt geht's zur Sache, Leute. Mal gucken, was passiert ist. There is an army from Almira at Fodlan's throat. Reports indicate it is of appreciable size. Na sowas, ja. Mischen Sie sich direkt so ein. Runs along the border between Fodlan and Almira. That mountain range is called Fodlan's throat. The sturdy fortress built within those mountains is called Fodlan's locket. It occupies the sole path through. The Church and the Alliance nobles built the locket to safeguard against Almiran invasion. Normally, House Goneril watches over the fortress. In times of trouble, the lords join together to protect it. But I assume it would be too difficult to defend against this incursion with only the troops of Goneril. The situation has been precarious for House Goneril since Holst fell ill. Mhm. Hildas Bruder, ja. Aber ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass das von der Kirche mit aufgebaut wurde. Das ist allerdings auch wieder spannend. Einerseits vielleicht bewusst die Kultur zurückdrängen, könnte ich mir auch vorstellen. Ne? Andererseits hat es natürlich eine Schutzfunktion, aber ist die Frage, was die genauen Ziele waren, um das Ding eigentlich aufzubauen ursprünglich. Holst ist ein formidable Commander. It's only logical that House Goneril would struggle in his absence. The Alliance has shattered. They can't request soldiers from the surrounding lords. And the Imperial troops stationed there can't be relocated so easily. The best course of action is for us to go out there and deal with this ourselves. It's critical for us to protect that location. This is our chance to prove that we won't allow it to fall. Yes. It is to the benefit of our future governance not to abandon it. Exakt, das ist auch richtig. Gut erkannt. Will you assist us? Natürlich, da sind wir dabei. Klingt ja auch sehr sinnvoll, ne? We'll depart after you finish making preparations. Move swiftly. We must move before the Almiran army crosses the throat. Also mal sehen, was uns da jetzt genau erwartet. Fotlands Kehle. Eigentlich eine ganz coole Location. Aber wenn das die Karte ist, die ich vermute, dann könnte das auch ziemlich übel werden, je nachdem, wo wir starten und was uns erwartet. Sollten Flugeinheiten dabei sein, was bei Almira eigentlich fast schon vermute, dann können wir natürlich denen ganz gut entgegenwirken. Wir haben ja schließlich sehr fähige Schützen, ja. Selbst Yerezer kann sich da inzwischen jetzt mit anschließen, nachdem er ja nun ein Assassine ist, ja. Wir haben Green Units. Mal abgesehen davon, dass sie langsam sind wie sonst was und absolut nichts magisch tanken, sind die restlichen Stats ganz gut, aber Skills haben sie einfach mal keine bekommen. Ah, was haben wir denn da? Ein Bogenritter. Das nehme ich inzwischen so unglaublich gelassen, wisst ihr das? Weil Yerezer ist einfach so der natürliche Konter einfach. Kannst ihn ruhig angreifen, habe ich nichts dagegen. Ach, guck mal, wie schön viele dabei sind. Das freut mich ja richtig. Das wird ja richtig cool. Warte, ich habe doch inzwischen eine Begleichung, ne? Habe ich. Moment, gibt es nicht sogar eins, was einen gegen Fernangriffe komplett immun macht? Dann brauche ich im Prinzip nur jemanden mit der Assallanze einmal kurz in die Mitte stellen. Und alles stirbt. Ist halt echt so.
Interessant, dass ihr anscheinend ein paar Riesenvögel mit dabei habt. Das sind sehr viele Bogenritter, aber halt auch fast nur Bogenritter. Noch ein paar Krieger dazwischen, okay. Sieht jetzt zwar nervig aus, aber irgendwie auch gut machbar. Aber mal sehen. Ah, wen haben wir denn da? Na, der ist dabei, okay. Wow. AW-70 sieht super nervig aus. Meine Güte, was hast du denn dabei? Ein paar Visas dabei, ne? Das macht's auch nochmal nervig. Vor allem, er kann sehr leicht in renitentes Ausweichen geraten. Schauen wir, dass wir ihn irgendwie sein Schild abluchsen und... Ja, wobei bei 42 Geschwindigkeit könnte das schwer werden. Ich kann ja aber ein gutes Stück nach unten drängen, natürlich. Jeritz hat als Assassine ja nur Schlossknacken dabei, ne? Muss echt mal überlegen, wie wir das am besten machen. Check tatsächlich mal ganz kurz noch meine Bataillone, aber ich werde es gleich offscreen weitermachen. Genau, er hat noch aber noch was anderes. Ich meine damit nicht undurchdringlich oder so ein Kram. Wer kann denn die besten Bataillone noch mitnehmen? Huber zum Beispiel ist jemand, der ist dazu fähig. Oder haben wir noch nicht die Möglichkeit? Das hier ist natürlich sinnvoll, ja. Ich guck nur gerade, es gibt doch noch eins, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das haben. Deswegen schaue ich mal kurz durch. Ja, Segen. Wir haben echt zweimal Segen inzwischen, das ist auch cool. Ich suche nicht undurchdringlich. Ich glaube fast, dann ist das hier aktuell nicht dabei. Ich schaue tatsächlich mal ganz kurz nochmal auf den Marktplatz. In der Bataillonsgilde nach. Können wir es inzwischen uns holen? Ich bin neugierig. Ich habe mich schon lange nicht mehr nachgeguckt. Da sind doch noch A-Bataillone. Nee, dann haben wir einfach generell gerade keinen Zugriff darauf. Es müsste noch eins geben, wo man generell gegen Fernangriffe erstmal immun ist. Das wäre natürlich ideal, zusammen mit dieser Asal-Lanze eben. Wobei wir alternativ auch einfach in Vorteil-Range reingehen können. Dann sind wir wahrscheinlich auch sicher genug, dass wir die einfach alle platt machen können. In 0, nichts. Bogenritter sind natürlich bei so vielen Flugeinheiten gerade sehr nervig. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall eine gute Lösung finden. Aber falls wir Jeritzer zum Beispiel da reinstellen, ja, haben die alle nichts mehr zu lachen. Und wir haben ja Begleichung dabei. Das ist ein wunderschöner Skill für diese Karte. Ich glaube, damit haben wir ganz gute Karten. Sehen uns gleich wieder, Leute. Gut, Leute, ich würde mal sagen, wir legen los. Aber, Moment, noch ganz kurz einmal wieder herstellen, dann ist auch wirklich alles erledigt. Ab geht die Post. Ah, der Kommandant muss weg, alles klar. It seems we made it in time. Let's help the soldiers of House Goneril withdraw. The Black Eagle Strike Force will protect Fodlan's Locket. Support! We're saved! Ja, nicht gleich zurückrennen. Oh mein Gott. And that flag belongs to the Imperial Army. Ha, a fine enemy indeed. Break through the locket and make a name for yourself. No need to be shy. Strike all at once. Ah, ich dachte jetzt wirklich die versperrenden Weg, na sowas. If the defensive line is broken, we fail. Na, jetzt kann es ja lustig werden. Die almayrische Armee rückt näher. Sie darf den zu verteidigenden Ort nicht erobern. Och Gott, oh Gott. Okay, jetzt wird es tatsächlich etwas nerviger, fürchte ich. Aber wir werden sehen, wie nervig das dann letztendlich wird. Eine schöne Reichweite habt ihr da ja. Understood. Aber ich mache mit euch schon noch kurz einen Prozess, Leute. Wie sieht's denn eigentlich gebufft aus? Da kommst du ja schon auf gigantische Werte, was? Ach ja, du hast die überragenden Gepanzerten aktuell noch drin, stimmt ja. Ich weiß nicht, ob ich dich da direkt reinstellen möchte, nachdem der Typ hier ist mit seinen 57. Ja gut, wir haben Schutz von 29, aber... Nichtsdestotrotz sind wir mal lieber vorsichtig. Bei dir greifen wir natürlich am ehesten zur Asal-Lanze, ist klar, dann bist du wahrscheinlich ein One-Hit und alles ist gut. So, dann haben wir natürlich unten so ein paar...
Problemchen noch wahrscheinlich, mit dem wir uns ärgern müssen. So wirklich vorstürmen können wir aktuell noch nicht. Da fehlen uns so ein bisschen die Möglichkeiten, fürchte ich. Dich stellen wir mal nach oben. Dann haben wir natürlich dich hier dabei. Das ist alles ganz cool, aber gleichzeitig irgendwie auch nicht so wirklich. Ich weiß auch nicht. Das ist alles gerade ein bisschen strange, um ehrlich zu sein. What's the plan? Ich glaube so oder so, dass wir auf jeden Fall mal sowas hier machen. Okay, hier sind noch ein paar Bogenritter, aber ich habe den Schild der Aurora, das darf man nicht vergessen. Bräuchte es fast schon Selbstbegleichung, das wäre eigentlich am idealsten, aber sehen wir mal, wie weit wir da kommen. Das sieht schon verdammt gut aus zum Beispiel, aber geht da noch mehr? Mit Hubert runterziehen geht doch bestimmt. Das hilft uns allerdings nur bei Bernie aktuell weiter. Da ist der schnelle Schritt alleine gerade noch nicht so wirklich ausreichend. Ist leider auch ein Talfeld, da kommen wir also nicht weiter näher. Schnell seid ihr natürlich nicht drauf, aber wir sind jetzt auch nicht gerade schnell. Bernie ist an sich schnell genug, die würde das schon packen. Da kommen natürlich bald die nächsten. Der kommt ja sogar bis dahin, da muss ich mich auch aufpassen. Und zwei halten auf keinen Fall aus, das kannst du knicken. Wobei wir den durchaus anlocken dürfen und guck mal, da unten ist auch noch eine Ballista. An die wir sogar rankommen, sehe ich gerade. Okay, das ist natürlich schon ziemlich cool. Denn das sieht dann wiederum doch etwas besser aus. Klatsch da mal drauf. Ist ganz okay. Solange nicht mehr geht, ist das okay. Wirkliches Anlocken können wir natürlich auch nicht machen, das ist auch klar. Die Sache aber sehr nervig gleichzeitig noch macht. Du hast immerhin Ichus und Pavise drin, was eigentlich ganz cool ist. Mit dem Rapier machst du dir auch relativ schnell fertig. Und den nächsten kann ich wahrscheinlich auch gleich wegräumen. Leider reichen mich hier sehr viele andere Leute. Wenn ich noch einen zusätzlich ausschalten könnte. Aber da sieht es echt schlecht aus diesbezüglich. So ist das halt echt ein bisschen sehr risky schon. Das ist die Nahkonte haben sie nicht. Ich kann also nicht wirklich nachgucken. Ich könnte es jetzt nur ausrechnen. Bei 46, aber da kommt noch der Poison Strike drauf. Es ist nicht ultra viel Damage, aber durch den Poison Strike sind wir trotzdem mit dem nächsten schon down. Leider ist das so. Da kann ich nichts dran ändern. Vielleicht kannst du weit genug weg sein, dass es kein Problem wird. Ja, du hättest da nur einen zweiten zumindest. Das würde gehen. Das wird mir hier richtig angezeigt, ne? Das ist in Ordnung. Wenn hier dein Pfeilsturm einigermaßen sitzt, finde ich das okay. Ja, Leute, ich glaube, das ist eine gute Idee. Da haben wir schon einen ersten Anhaltspunkt hier, was wir am besten machen. Solange uns so einer noch angreifen kann, sollten wir erstmal sicher sein. Finde ich gut so. Perfekt, sehr schön. Einfach umgeboxt. Genau, das hat hier auch schon einiges verändert. Da bin ich doch ganz froh, dass das so ist. Okay, jetzt steht Sylvain natürlich tatsächlich fast schon ein bisschen unnötig hier rum, aber egal. Ja, mit Schild der Aurora. Trotzdem leider noch zu fragwürdig. Schade.
kann hier nicht wirklich auf krasse Ausweichquoten gerade setzen. Wir selbst würden zwar auf eine gute kommen, aber können keine Begleitung mit reinklatschen, leider. Sie könnte man natürlich in den Wald stellen. Das würde schon gehen, wenn sie Begleitung drauf hat. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Dann können wir nochmal Leute rausziehen, aber ich glaube, Bernie ist aktuell sowieso zu langsam. Da müssen wir noch ein Item rüber traden, oder? Nee, AG22 passt ja sogar. Cool. Ist sogar identisch. Na, dann haben wir ja überhaupt keine Probleme. Erstmal nur mal sortieren, ja, so ein bisschen die Gedanken. Kann man sich schon vorstellen, dass das gerade wichtig ist. Was du jetzt mal machst, ist undurchdringlich drauf zu klatschen. Dann können wir nämlich im Prinzip auch erstmal alle vorstürmen. Spielt da eigentlich alles keine große Rolle mehr. Weil wir im Prinzip einfach mal warten können, wenn wir Bock drauf haben. Easy peasy ist das dann. Was hast du für ein... Ah ja, genau, du hast Begleichung drin. Was uns leider aktuell nicht so wirklich viel bringt. Das ist ganz okay, aber mehr halt auch schon nicht. Du kannst mal mit nach oben gehen. Wobei, vielleicht will ich dich doch oben haben. Wir haben jetzt überhaupt nichts Magisches an der Front gerade. Felix wäre zwar einigermaßen robust, aber... Okay, hier hat er schon zwei Ziele und da hätte er dann eines. Ist ja super nervig, meine Güte. Diese Gegneraufteilung macht mich gerade ein bisschen wahnsinnig, muss ich da mal ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wir rennen mit ihm dann doch eher mal nach unten. Mit Flugeinheiten sind wir da ja ein bisschen flexibler, einfach weil die schon weiter kommen natürlich. Ich glaube, da geht ein bisschen mehr. Begleichung können wir halt noch nicht so wirklich sinnvoll ausspielen, das ist eher mein Problem gerade. Was mich auch ein bisschen stört. Machen das Ganze mal so. Bevor wir jetzt ewig brauchen für den ersten Zug hier, sollte eigentlich schon einigermaßen okay sein. Ah ja, und die haben anscheinend auch noch regelmäßige Spawns. Das wird lustig. Es sind 4 Wyvern-Ritter-Spawns. Nicht gerade wenig. Das ist alles andere als wenig. Das könnte uns auch völlig übertrumpfen. Ich habe ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein, was das betrifft. Okay. Da hat er mit seinen 33% natürlich treffen müssen, ist ja logisch. Aber okay, wow, das wird echt übel. Das ist schon ein fetter Ansturm, das ist ein sehr fetter Ansturm. Und durchdringlich wird dir sehr wichtig sein auf dieser Karte. Sehr schön ausgewichen. Vorbildlich. Es ist trotzdem zu viel, es ist viel zu viel. Na, wir sind nicht am One-Shotten, das ärgert mich. Dann kann ich auch was anderes wechseln. Schade. Naja, ist okay. Werd ein bisschen schneller. Denn nichts dagegen. Ja, da kommen sie jetzt mal rausgekrochen hier. Und ich muss echt überlegen, wie wir ja weitermachen wollen. Theoretisch können wir die sehr schnell abfangen. Aber da ist schon wieder der Nächste, ne? Die stehen alle in den Startlöchern hier. Furchtbar. Das wird echt ein bisschen sehr anstrengend, habe ich den Eindruck. Du könntest ja auch ein bisschen fähiger sein, Kollege, ja? Ist ja furchtbar. Geht ja gar nichts. Zusammen könnte ich es schaffen, dann kann Jaretzer vielleicht auch nach vorne stürmen. Warte, was? Moment mal. Ernsthaft? Ein... Totenpriester? Damit hätte ich ja überhaupt nicht gerechnet, lol. Ich habe den gar nicht vorhin angeguckt. Das ist eine echte Rarität, Leute. Auf Gegnerseite im Normalfall. Ja gut, das geht auf jeden Fall. Es lässt sich kombinieren. Damit sollte sich arbeiten lassen. Vorausgesetzt beide treffen, aber gut, Jaretzer kann notfalls auch nochmal sich einfach reinstellen. Ein Glück, dass Jaretzer auch keine Probleme hat mit dem Typen, weil egal welche Waffe er nutzt. Er sollte mit beiden eigentlich ganz gut klarkommen können. Ja, du nimmst einfach ein Talent. Dann kannst du aber auch ein normales Stahlschwert nehmen. Eben. So, weg mit ihm. All right. Das sieht doch gut aus. Natürlich haben wir auch ein paar andere fiese Sachen dabei. Die wir theoretisch auch ausspielen können, wenn wir Bock drauf haben. Ah, ja, mit Deathblow bin ich am One-Shotten aktuell. Das ist gar nicht schlecht, aber...
Mal gucken. Ich glaube, ich bleibe bei Mercurius, weil Mercurius halt super easy ist, ja. Wie viel Rest hat eigentlich der Typ hier? Der hat an sich weniger Rest als Verteidigung. Spannend. Intra-Pfeil ist aber, glaube ich, ein bisschen zu schwer. Mit 31 Speed kommen wir dann noch gut klar. Oh, Tatsache, lol. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Nehme ich den Intra-Pfeil? Aber der kommt hier nicht durch. Never mind. Dann nehmen wir das gute Mercurius hier. Jawohl. Ausgezeichnet, Leute. Ist auch mal schick, Assassine Jerez in Aktion zu sehen. Warum auch nicht, ne? Okay, da wird es jetzt langsam noch ein bisschen sehr gefährlich. Und was mir am wenigsten gefällt, ist halt wirklich das, wie die sich hier versammelt haben. Das ist ja wirklich eine Armada. Das ist ja... Uff, das ist ja richtig krank, Leute. Da ist ja verdammt viel gerade am Start, ja. Es gibt ja so schöne Möglichkeiten, die Pfeilsturm. Könnte nur ein bisschen präziser gerade sein, ganz im Ernst. Was soll das? Nicht so cool. Wenn ich das von hier aus mache, habe ich aber wieder anderen Ärger. Macht's ja auch nicht wirklich besser. Okay, in dem Fall muss ich mir halt die hier markieren, die natürlich auch verdammt weit kommen. Man kriegt hier halt wirklich keine Ruhe rein, was? Wie überaus anstrengend. Warte mal, aber du bist ja genau... Du hast den Schild Aurora aktuell und bist damit unsere Rettung, mehr oder weniger. Das ist doch ziemlich cool. Die Frage ist nur echt, ob wir weitermachen wollen an dem Punkt hier. Seht, hier ist der Weg ja perfekt versperrt, immerhin. Also wir können auf jeden Fall uns noch ein bisschen zur Wehr setzen, sodass das auch Sinn ergibt, ja. Dass wir da ein bisschen mehr rausholen können, glaube ich. Pfeilsturm ist wahrscheinlich wieder mal das Einzige, was hilft. Ach, geht auch mit Meisterbogen, alles klar. Moment, mein normaler Kriegerbogen reicht aus. Ah nee, nur damit, schade. Das ist bedauerlich. Ha, das kostet Ressourcen, meine Güte. Aber geht nicht anders, ne? Aktuell. Ich will mich jetzt nicht so sehr auf Crits verlassen an dem Punkt hier. Das endet nie gut, wie wir alle wissen. Du crittest natürlich trotzdem fleißig, aber ich gehe halt nun mal lieber auf Nummer sicher hier. Ja, ich meine, wir können dich immer noch schützen. Undurchdringlich ist natürlich ein wahnsinnig gutes Mittel der Wahl, ja. Nach wie vor. Wir müssen nur gucken, wie wir uns dann hier umorganisieren. Hier müssen wir halt auf jeden Fall irgendwie was drauf bekommen. Wie auch immer wir das dann anstellen. Der Unerschöpfliche ist jetzt auch nicht das Beste. Meine Güte, ist das ätzend. Also egal, wie du es drehst und wendest. Wobei, mit Chris kann ich halt wenigstens hier runter. Da kann ich ihn direkt erledigen, ne? Und ich könnte mich erstmal in den Wald reinstellen oder besser noch ins Dickicht danach. Dann sind wir einigermaßen geschützt. Das ist nicht so wahrscheinlich, dass die durchkommen, aber... Trotzdem... Das ist jetzt aktuell wirklich, wirklich ungünstig, wie die sich alle verteilt haben. Also furchtbar. Absolut furchtbar. Das ist so ein Kapitel, das würde ich am liebsten sogar so ein bisschen warp skippen, muss ich ehrlich sein. Haben wir jetzt natürlich keine Option dafür dabei, aber... Hätte sich in der Tat gelohnt, glaube ich. Ah, hier wäre ein Überfall ganz schick. Dann kann der natürlich erstmal nicht mehr machen. Aber wenn ich mir diese ganzen Vögel ansehe, ist das vielleicht ein bisschen zu voreilig. Ich glaube, wir klatschen erstmal hier mit der Übungsaxt drauf, zweimal. Sehr schön. Alright. Jetzt muss ich nur gucken, dann später für undurchdringlich wird das wiederum sehr lustig. Aber alles andere als unmöglich, ja. Das ist, glaube ich, nur noch der, der so wohl wirklich weit kommt. Genau, also theoretisch... Nee, ihr deckt auch noch einiges ab, aber es geht. Ich kann jetzt nämlich hier mal mein zweites Mal mein Strategem draufklatschen, ja. Ich brauche das extra Movement in dem Fall für Petra hauptsächlich. Dann kann die sich nämlich auch gleich wieder zurückziehen im Anschluss. Das wäre ziemlich nice. Aber selbst hier könnten unsere Trefferquoten wirklich besser sein. Naja,
Nimm die Meisterlanze. Okay, okay, okay. Sehr schön. Genau, dann kann ich nämlich schön wieder zurückfliegen. Und klatsche dann halt hier mal undurchdringlich in die Mitte einfach kurz rein. Und dann sind wir einigermaßen safe erstmal. Moment mal, das ist jetzt nur der komische Typ hier, ne? Wer kommt denn da so weit? Oh Gott. Halt, Moment, wer ist in unserem Range? Ich hab mir doch alles angeguckt. Keiner von euch? Seltsam. Ah, doch, da unten. Okay, aber den wollen wir ja loswerden, auf jeden Fall. Und da wir den Schild der Aurora haben, sollte es möglich sein. Habe ich ja schon gemeint. Aber wir riskieren ein bisschen was natürlich an dem Punkt. Wir müssen uns ein bisschen auf Ausweichquote verlassen, wobei wir sehr gut dabei stehen. Also, unsere Chancen stehen nicht so schlecht diesbezüglich. Wobei wir aktuell auf Lanze spezialisiert sind und die haben natürlich ihren Lanzenbrecher drin. Das ist auch wieder ärgerlich. Die anderen natürlich nicht. Das ist auch wieder eine Abwägung. Dann Schwerter. Na doch, da ist ein Silberschwert dabei. Sehr schön. Das sollte, denke ich, ausreichen. Wie sieht's denn aktuell aus, so? Quatsch, ich habe eh den Schild der Aurora. Vielleicht bleibe ich hier sogar. Naja, Terrain-Boni mitzunehmen wäre doch ganz sinnvoll, stelle ich gerade fest. Das wird sonst schon verdammt knapp. Ist es so oder so schon. Nein. Okay, einmal ist okay, damit sollte ich immer noch durchkommen können. Natürlich. Wir gucken mal, wie es die Ballista macht. Ist die zielsicherer? Ja, genau. Natürlich macht die 16 Damage. Weißt du, das ist ein Troll. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das bist ja nur du. Wir müssen dich auf jeden Fall loswerden, ne? Da führt kein Weg dran vorbei. Ach, warte mal. Ich habe noch ein Donnerschwert dabei, ne? 16 Damage. Was ist das für ein Troll, bitteschön? Als ob die hier alle 16 Damage machen. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Das ist halt echt hart getrollt, Leute. Ich hoffe nur, das trifft jetzt. Danke. Machen die einfach alle 16 Damage, weißt du? Uff. Ja, er geht natürlich da unten auf Hülef gleich mal los. Ich bleib mal so. Was haben wir hier? Dann sind wir lieber mal vorsichtiger. Oh Gott, Leute. Es sind echt immer 4 Spawns. Oh mein Gott. Okay, das ist echt viel. Das ist richtig viel. Obwohl ich 2 Leute mit Pfeilsturm dabei habe, ist das verdammt viel. Holy shit. Ist das gruselig. Sehr schön. Okay. Immerhin hat sich das Risk einigermaßen gelohnt. Da wurden wir leider getroffen. Na gut, das war 50-50, ist okay. Ja, das war schon klar, dass sie auf Kaspar losgeht. Aber auch hier nur 50-50s, das ist gut. Nice try, aber er steht jetzt mittendrin. Das ist natürlich wiederum sehr, sehr gut für uns. Okay, hier haben wir ja Doro noch vor Ort. Das sollte auch an sich kein Problem darstellen. So weit, so gut. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe nur ultra Angst vor diesen ganzen Wyvern-Einheiten, weil das ist... Ja, ist ein bisschen was, ne? So ein kleines bisschen. Ah, das sieht doch ziemlich gut aus schon. Leider kommt er nicht so weit mit den Dingern. Shamir kann gerade eh nichts machen, das heißt, wir machen das mal mit dir. Beziehungsweise... Ja, wir sollten uns schon mittig halten irgendwie. Mach ruhig mal einen Pfeilsturm drauf. Sehr schön, wunderbar. Na, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, was kommt da an uns ran? Natürlich wieder ein Bogenritter, ist ja klar. Aber wir können uns schön hier reinstellen und können erstmal... Okay, pass auf, ich habe den Schild der Aurora. Ich nehme mal nicht den Terrain-Bonus mit. Dann gehe ich aber ein bisschen offensiver vor. Aber was wir auf jeden Fall machen, ist, dass wir uns mal ganz kurz ein Elixier nochmal krallen. Ja, ich gehe all in. Ein Elixier ist mir lieber als eine Mixtur gerade.
Wehren können wir uns sowieso noch nicht direkt. Aber das ist zumindest schon mal drüben. Und hier sollte auch gut was möglich sein, ja. Klatsch erstmal in der dunklen Spieße da drauf, aber danach wird's auch wieder lustig, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Was hier alles abgeht, ist schon ein bisschen abartig, um ehrlich zu sein. Man kommt zwar vorwärts, aber... ja. Alles ist gruselig. Wirklich alles. Absolut alles. Und das ist nicht unbedingt so schön wiederum. Eigentlich bist du echt gut drauf, ne? Kann Doro wieder vorschwächen oder ist das nicht möglich? Nicht so, wie ich es ganz gerne hätte. Dann bist wohl du mal kurz gefragt hier. Du kannst ihm ordentlich zusetzen. Ja, das ist mit zwei Schlägen erledigt. Das wäre super. Ausgezeichnet. Dann kannst du nochmal für ihn tanzen. Dann sind hoffentlich hier schon die ersten paar, die wir wegräumen können gleich mal. Ja, ne, das wäre zumindest sehr, sehr erfreulich. Hier. Du bist ja ultra schnell, du hast einen Terrain-Effekt dabei. Du bist unser Mann dafür, ich sag's dir. Intra-Pfeil ist vielleicht aber auch was. Oder ein klassischer Eisenbogen. Du kannst eh auf jede Distanz kontern, ist vielleicht sogar noch besser. Sind das die einzigen, die dich erreichen, echt? Ich bin gerade ein bisschen erstaunt, dass diese Position so sicher zu sein scheint, aber ist in der Tat eine recht sichere Position. Alles klar, dann machen wir das so, cool. Nice one, okay. Hast du noch was zum Heilen dabei? Nee. Naja, ein Heilmittel besser als nichts, ne? Und du kriegst ja noch den Passiv-Heal mit rein. Ist okay. So, hier kommt gleich richtig viel Trouble dafür. Irgendwie müssen wir nicht durchbrechen. Soweit, dass wir da den nächsten Pfeilsturm oder so reinklatschen können. Nur wird dann zwangsweise natürlich wieder der nächste hier kommen. Allmählich sind die Distanzeinheiten halt ganz gut bewältigt, aber dann kommt halt hier einiges anderes, was richtig Ärger macht. Ich meine, Edelgard, das ist so der Moment, wo ich am liebsten einmal dabei hätte, ne, und einfach mal weiterfliegen würde. Dumm, dass ich es gerade nicht habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na, kannst maximal noch dahin. Das ist jetzt auch nicht gerade so sicher für später. Mein Gott, ey. Echt verdammt gruselig. Kümmer du dich mal um den hier vielleicht, ja. Mach einen Ritterschreck damit drauf und dann ist der Typ auch erstmal fällig. Und dann kommen die ganzen lustigen Sachen. Kaspar müsste als Ringer immerhin noch reinrennen können und der steht dann erst im Wald. Yes. Ausgezeichnet. Das war gut. Ja, das konnte sich sehen lassen. Ja gut, dann ist es quasi all in, ne? Dann führt da eh kein Weg mehr dran vorbei. Dann sind wir in dem Schema. Wobei wir halt zumindest gut ausweichen können sollten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du kommst nicht so weit, du musst dich um den kümmern. Und das ist wiederum dezent traurig. Aber kein Problem an sich. So, ja, mit Pfeilsturm und so weiter kriegen wir das zwar hin, aber ich hoffe, Edelgard schafft das noch, ja. Genau, also sind nur Fernkampfeinheiten, die das schaffen würden überhaupt. Das sieht sehr spitze aus. Hoffentlich kriegst du es hin. Ausgezeichnet. Okay, vielleicht hätten wir die Reihenfolge nochmal ändern sollen. Wir steigen in dem Fall ab. Ich meine, nehmen wir das mal so mit, ja. Ist ein bisschen besser. Leider sind auch hier wieder die Trefferquoten etwas sehr schwammig für meinen Geschmack. Oh, naja, gut, mit einem Silberschwert ist es okay, aber mehr auch nicht. Okay. Beides hat funktioniert. Dann musst eigentlich nur noch du funktionieren. An der Stelle. Was auch gut machbar aussieht. Okay.
Da kommt aber echt ein bisschen viel auf uns zu. Es ist eindeutig zu viel. Ich glaube nicht, dass dir das stemmt so. Mein Gott, ey, guckt euch das mal an. Das ist doch krank. Was ist denn hier los? Okay, langsam wird's echt abartig. Au, ist das abartig, Leute. Das ist halt echt verdammt gruselig. WTF. WTF, Leute. Okay. Das ist nämlich Großangriff. Holy moly. Okay, sehr gut. Ja. Übertreibt halt noch ein bisschen, wisst ihr? Da bleibt ja fast nur noch auf Ausweichen zu setzen. Okay, ihr seid ziemlich harmlos. Das muss man schon sagen. Ihr seid das geringste Problem. Natürlich müsst ihr euch jetzt aber alle gleichzeitig mobilisieren. Das geht auch gar nicht anders, ne? Uff. Ja, der erste Ansturm, der ist dann erstmal bald durch. Ich habe das Gefühl, langsam leckt die halbe Map, wenn da noch mehr Leute spawnen. Ist auf jeden Fall ein bisschen übertrieben. Das kann ich definitiv sagen. Heiliges Kanonenrohr. Was ist denn da los, Leute? Also das ist wirklich... Das ist heftig, ja. Das ist richtig heftig. Frage mich echt so ein bisschen, was die da geraucht haben. Ziemlich gutes Zeugs anscheinend, ne? Anscheinend, ja. Ein bisschen zu gut. Okay, das kommt mal weg. Vielleicht haben wir mit dem Rittertod hier noch ganz gut was in der Hand. Eine Kriegerlanze wäre vielleicht auch nicht unbedingt so schlecht, ne? Ja, das Schöpferschwert ist halt gerade relativ. Ich müsste es mal wieder reparieren, das mache ich auch bald. Okay, aber auf jeden Fall gute Option. Das sollte doch klappen. Kriegerlanze gibt uns ein bisschen mehr Sicherheit. Wobei wir müssen mit 3 von 4 treffen. Probier es einfach mal. Sehr schön. Okay. Fast schon von der Brücke runtergestoßen, witzig. Na, solange wir diesen Nachteil haben, lasse ich das mal. Das quatscht den direkt rauszulocken, leider. Oh, oh Gott, Leute. Das ist ein bisschen... Ja, ne? Brauche ich dazu sehr viel zu sagen? Brauche ich dazu wirklich irgendwas zu sagen? Das ist halt schon ein bisschen hart kaputt gerade. Ein Glück, dass der Jeritza richtig was reißen kann mal wieder. Jeritza, please. Walte deines Amtes. Ein Glück, dass du Assassine bist. Oh mein Gott. Ich bereue diese Entscheidung bisher kein bisschen. Okay, da kommst nur du an, Doro. Das ist super. Jeritza, walte weiterhin deines Amtes. Ihr dürft ihn gerne mit angreifen, oder? Ich meine... Wir sind jetzt bei 56 im Durchschnitt. Wir sollten vorsichtiger sein. Aber mit Tanzsupport schaffe ich das ja auch. Ist kein Problem. Das ist ja das Schöne. So, nach Doros Passivheal und einem Heilmittel bist du wieder auf jeden Fall komplett ready. Das ist sehr schön. Das hingegen ist ein einziges Desaster. Das kann man gar nicht anders sagen. Jetzt ist hier ja noch einer. Das ist, glaube ich, der letzte Bogenritter, ne? Der letzte Bogenritter. Das würde die Situation schon ganz gut entspannen, wenn der Typ endlich weg wäre. Das Problem ist, ich will dafür halt nicht unbedingt hier direkt rein, wie man sich denken kann. Ich kann danach mit Edelgard raus, aber dann sollten wir halt alles andere beseitigen. Das ist dann die Bedingung dabei. Sonst wird das auch wieder nichts. Man kann jetzt zwar eine Menge einreißen und was weiß ich, aber... Es wird langsam sehr lästig an dieser Stelle hier. Keine Ahnung, ob das Endlos-Spawns sind, aber falls ja, früher oder später wird das ein massives Problem werden. Oh Leute, das ist mal eine spannende Mission. Auweia, das sind wirklich viele Spawns, aber richtig viele. Ich meine, sie ambushen einen nicht so direkt, weil sie sehr offensichtlich spawnen. Man weiß, wo was auftaucht, aber es ist halt wirklich viel. Bis zum nächsten Part. Ich bin halt echt gespannt, wie wir das regeln. Uff.